Wir sind in einem alten Ölspeicher in der Nähe von Helsinki. Und die Finnen haben sich überlegt, was macht man denn mit so einem alten Ölspeicher? Man macht was Neues draus. Und deswegen haben sie eine Eventfläche daraus gemacht. Audi hat sich überlegt, das ist eine gute Idee. Wir nehmen unseren bekannten A8 und machen was Neues draus. Und zack, das ist er. Woran erkennt man den neuen Audi A8 oder besser gesagt das Facelift? Natürlich an der Front. Wir haben hier einen komplett neu gestalteten Grill. Wir haben keine Querstreben mehr, sondern wir haben diese Wabenstruktur und wir haben diese L's, nenne ich das mal. Mit diesem Fachbegriff wäre jetzt Pinöpel. Man könnte auch sagen Winkel oder auch Winglets. Whatever. Auf jeden Fall werden die von unten nach oben größer. Und diese kleinen Ecken gucken eben auf der linken Seite nach links raus und auf der rechten Seite nach rechts. Wozu das Ganze? Dadurch wird der Wagen nochmal breiter gezogen, nochmal wirkt er voluminöser, nochmal luxuriöser, nochmal mächtiger auf der Straße. Was gibt's noch? Natürlich bei Audi eine neue Lichtsignatur. Besonders cool finde ich hier diese kleinen Audi-Ringe. Das ist ein Detail, wo ich sagen muss, das gefällt mir bei Audi, dass sie sich immer noch was extra überlegen und kann man hier schön in den Lichtern drin sehen. Dahinter versteckt sich in diesem Fall zumindest auch eine komplett neue Technik, nämlich das digitale Matrix-LED-Licht. Was bedeutet das? Wir haben hier über 1 Million Pixel, die auf die Straße scheinen. Und da wird eine Art Kinoteppich vor einem ausgerollt, eine Art Lichtteppich. Und damit kann man nicht nur besser gucken, sondern es sieht auch noch verdammt gut aus. Auch am Heck gibt es natürlich was Neues. Zum einen haben wir hier unten eine neue Heckschürze. Wir haben aber auch ein OLED-Licht, was jetzt serienmäßig übrigens dabei ist, mit einer neuen Lichtsignatur und vor allen Dingen einer neuen Lichtanimation. Also die große Show sollte starten, wenn ich jetzt hier auf diesen Knopf drücke. Und mal gucken. Jawohl. Zack. Einmal die große Show und wieder diese kleinen Details, die ich so sehr liebe. Auch hier haben wir wieder die Audi-Ringe ganz klein drin. Was ich euch jetzt nicht zeigen kann, aber was wir gleich mal einblenden werden, ist, dass diese Signatur sich ändern kann. Und zwar, wenn ich drin auf den Dynamikmodus gehe, habe ich hier anderes Licht. Bevor ich einsteige, möchte ich noch mal ein ganz kurzes Wort zu diesen Türgriffen sagen. Denn es gibt ja eine Menge Autos, gerade in der heutigen modernen Zeit, die sagen, die Türgriffe müssen einfach bündig in die Tür mit eingelassen sein. Das heißt, es gibt hier keinen direkten Türgriff, sondern der kommt raus oder man muss reingreifen, wie zum Beispiel bei Mercedes oder Jaguar oder so. Aber nein, hier haben sie es nicht gemacht. Warum nicht? Weil diese Designlinie schon feststeht. Und diese Designlinie geht hier hinten über die Türgriffe hinweg. Und diese Linie hätte man einfach mal zerstört. Und das wollte keiner. Und ich finde es richtig, dass sie es nicht gemacht haben. So. Zack. So, ich bin bereit, ich bin angeschnallt, ich könnte jetzt losfahren und vor mir unter der Haube, da ist auch ein famoser V8, den ich gerne starten würde, aber wir sind ja hier fest getackert. Leider dürfen wir dieses Auto jetzt nicht sofort wegfahren, was ich gerne machen würde, aber wir können ein bisschen über den Innenraum reden. Der kommt uns doch verdächtig bekannt vor. Tja, warum das Ganze? Weil der sich nicht großartig verändert hat. Das liegt vor allen Dingen an den technischen Gegebenheiten. Wir könnten jetzt hier ein neues Head-Up-Display erwarten mit großen Augmented Reality-Zeichen und so weiter. Aber dafür hätte man das Dashboard umbauen müssen und das war Audi dann vielleicht noch ein bisschen zu teuer. Insofern haben sie sich gedacht, es war gut, es ist gut und es bleibt auch gut und deswegen lassen wir es so, wie es ist. Wir haben hier hinter den MIB3, der ist auch nicht ganz neu im Audi A8, den gibt es jetzt auch schon ein bisschen, aber im Facelift ist er eben auch dahinter, also der modulare Infotainment-Baukasten Nummer 3. Trotzdem, wir haben was Neues und zwar diese Farbe hier. Achtung, Cognac-Braun. Gab es früher nur bei Audi Exclusive und jetzt ganz frisch im Programm.
jetzt sind wir da, wo man eigentlich stattfinden will, nämlich hinten rechts. Wir sitzen hier im Audi A8 in der langen Version, also in der L-Version. Der normale Audi A8 ist 5,19 Meter lang, die L-Version 13 cm länger. Und diese 13 cm, die spürt man hier überall, denn man kann sich hier richtig schön ausbreiten. Wir sitzen hier auf dem Relaxing Seat oder auch dem Ruhesitz auf Deutsch. Wir haben hier theoretisch sogar eine Massagefunktion vorne unter den Füßen. Dazu müsste ich jetzt meine Schuhe ausziehen, das möchte ich dem Kameramann an dieser Stelle nicht antun. Wir haben auch noch eine Massagefunktion hier im Sitz. 18 Luftpolster kneten uns da durch. Und wir haben hier einen Mitteltunnel, mit dem wir dann hier auch unsere Rear Seat Entertainment, also unsere Bildschirme bedienen können. Es gäbe das theoretisch hier auch noch mit einer Sitzbank, aber wenn man in so einem Luxusauto sitzt, dann möchte man ja auf Einzelsitzen stattfinden. Wir gucken auf diesen 10,1 Zoll großen Bildschirm und da könnten wir theoretisch unsere eigenen Inhalte drauf streamen. Das heißt, man bringt sein, keine Ahnung, iPhone oder Samsung Galaxy oder was auch immer mit und kann dann daraufhin hier seine eigenen Filme gucken und schön entspannen. Ist alles nicht neu, weiß ich, aber immer wieder gut. Was neu wäre, das können wir euch leider nicht zeigen, denn das ist hier nicht vor Ort. Das ist der Audi A8 Horch, die Luxus-Luxus-Variante sozusagen des normalen A8. Der wird nämlich leider exklusiv nur in China angeboten und das auch erst im kommenden Jahr. Ein paar Horch-Logos, ein bisschen A8 Luxus und fertig ist die Luxuslimousine, die Maybach das Leben etwas schwerer machen soll. Insgesamt 26 cm länger als der normale A8. Werfen wir einmal einen Blick unter die Haube und was sehen wir da? 8 V-förmig sortierte Zylinder. Wir sehen sie zwar nicht, weil hier diese Plastikabdeckung drauf ist, aber hier steht es V8. Tja, ein rein Elektro-Audi A8 wird es auch nach dem Facelift nicht geben. Es bleibt bei den Motoren eigentlich alles beim Alten. Wir haben einen Diesel mit 286 PS, das ist der Einstiegsmotor. Dann haben wir einen 6-Zylinder-Benziner mit 340 PS. Wir haben diesen V8 hier mit 460 PS. Und wir haben noch ein Aggregat, das steht da drüben, zeigen wir euch gleich, nämlich ein Hybrid. Und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight, zu meinem optischen Leckerbissen des Tages sozusagen. Das hier ist ein Audi A8 im S-Line-Paket. Ein Audi A8 S-Line. Jetzt hätte ich persönlich gedacht, das gab es doch schon immer. Aber nein, das ist der allererste seiner Art. Gibt es doch gar nicht. Und dazu haben wir hier noch das Optikpaket Schwarz, was ich auch sehr schön finde. Optikpaket Schwarz Plus, sorry. Denn hier sind ja auch noch die Audi-Ringe in Schwarz und das A8-Logo am Heck auch. Und dann noch... Kleiner Tipp von mir, wenn ihr euch das schon kauft, dann kauft euch doch bitte auch noch die schwarzen Spiegelklappen dazu. Kosten 150, 160 Euro Aufpreis. Aber das Geld habt ihr auch noch locker übrig. Einen Audi S8 wird es natürlich weiterhin geben. Also jetzt keine Panik. Ja, Audi S8, 571 PS, V8, alles dabei. In diesem Fall hier, in diesem Plasmablau oder unter dieser plasmablauen Haube, versteckt sich ein 6-Zylinder-Plug-in-Hybrid. Das heißt, Elektromotor dazu. Ihr könnt den an der Steckdose aufladen und der hat auch tatsächlich 462 PS und das ist mehr als vorher, nämlich vorher hatte er 449, jetzt 462, aber das ist auch die einzige Leistungsangabe, die sich angehoben hat. Alle anderen sind gleich geblieben. Zum Abschluss möchte ich noch mal über die Zukunft und über auch ein bisschen Wehmut sprechen. Denn in Zukunft wird dieser A8, wenn er denn noch so heißen wird, elektrisch fahren. Jetzt aktuell gibt es ihn aber mit einem Diesel, mit einem Benziner und wie hier in diesem Fall mit einem Plug-in-Hybrid. Und da werde ich ein bisschen wehmütig, denn ich freue mich schon darüber, wenn man mal so einen 8-Zylinder noch mal anschmeißt. Und ich kriege da auch noch ein bisschen Gänsehaut. Und ich glaube auch, dass in 20 bis 30 Jahren wir auf dieses Auto zurückschauen werden und sagen, ach, das war ein Klassiker. Großartiges Auto. Das heißt, wenn man sich genauso dafür begeistern kann, wie ich jetzt in diesem Moment, dann sollte man mal ganz kurz auf den Dezember 2021 gucken, denn da kann man den hier bestellen. Ab März 2022 ist dann Marktstart. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir immer ein bisschen wehtut und das ist leider der Preis.
Denn das Auto kostet 97.800 Euro in der Basis. Damit sind sie unter der 100.000 Euro Grenze geblieben, das ist also nur fair. Nur ich habe das Geld leider nicht. Aber für alle, die das Geld haben, die sollten sich überlegen, ob sie sich den hier nicht einfach mal bestellen. Ich denke mir was aus, vielleicht kann ich die Audi-Jungs ja noch überreden, dass sie den vielleicht irgendwo in Hamburg noch mal vom Laster fallen lassen. Wenn nicht, habe ich ihn jetzt für heute Abend. Macht's gut, tschüss.